Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier in der Redaktion von der Coop-Zeitung in Basel und herzlich willkommen zurück im Winter. Kurzes Gastspiel hoffentlich. In der aktuellen Ausgabe von der Coop-Zeitung widmen wir uns einer aussterbenden Gattung, nämlich der Gattung von der Handschrift. SMS, WhatsApp, E-Mail sind auf dem Vormarsch. Die Handschrift verliert immer mehr an Terrain. Das ist einerseits schade, weil ein Smiley einfach bedeutend weniger über jemanden aussagt als eine Handschrift. Wie in einer Handschrift sieht man, was für eine Stimmung das der Schreibende war. Ist es hässig, fest, doppelt, dreifach unterstrichen oder nur ganz leicht hingekritzelt. Auf der anderen Seite weiss man aber auch aus der Forschung und Leute wie der Professor Moritz Daum wissen, dass die Handschrift wichtig ist für unsere Intelligenz, wichtig ist zum Lehren. Es ist nachgewiesen, dass Notizen, die man sich handschriftlich macht, zu einem Thema besser hängen bleiben. Das heisst, man lehrt besser, wenn man handschriftliche Notizen dazu macht. Also, in dem Sinn, vielleicht einmal mehr zu Kugelschreiber oder Bleistift greifen. Sie machen jemandem Freude, wenn es ein Brief ist, oder sonst haben Sie mindestens noch etwas gelernt dabei. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche mit der Coop-Zeitung.